Dutt gibt Keller Rückendeckung. Werder Bremens Trainer hat sich anerkennend über seinen Schalker Kollegen geäußert. Jens Keller leiste hervorragende Arbeit. Er habe mit den Königsblauen in der letzten Saison die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt und das unter diesem Druck, sagte Dutt der Sieger Kreiszeitung. Sobald es mal schlechter laufe, bekomme Keller eine Breitseite. Das sei doch gar nicht mehr ernst zu nehmen. Casillas möglicherweise auf Ersatzbank. Real Madrids Torhüter-Ikone hat offenbar die Geduld seines Trainers Carlo Ancelotti aufgebraucht. Wie spanische Medien übereinstimmend vermelden, wird der schwächelnde Nationaltorhüter bei Reals Liga-Heimspiel auf die Bank verbannt und von Neuzugang Keylor Navas ersetzt. Augsburg will schwarze Serie beenden. Die Mannschaft habe bisher noch keinen Punkt geholt und die Bilanz gegen Leverkusen sei alles andere als gut, sagte Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel am Mittwoch. Nach zuletzt 2 Siegen in Frankfurt und gegen Bremen würde sein Team jedoch mit Selbstvertrauen nach Leverkusen fahren. Man habe gezeigt, auch auswärts bestehen zu können, sagte Weinzierl weiter. Wiesinger in Graz im Gespräch. Die Zeit ohne Anstellung hat für den ehemaligen Nürnberg-Trainer möglicherweise bald ein Ende. Wiesinger soll beim österreichischen Top-Club Sturm Graz im Gespräch sein. Der 41-Jährige soll sich bereits zu Verhandlungen in Österreich befinden.